Was das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also, wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Die ist ja auch noch da. Die habe ich ja komplett vergessen, Alter. Gut. Ich mache jetzt auch einen kleinen Cut. Und sag bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir spielen jetzt wieder die bezaubernde Catwoman. Und müssen eine Pflanze suchen für die Poison Ivy. Und wir nehmen die Riddler-Trophäe. Und ja. Sie hat ihr Katzenauge. Kennt ihr die Sendung noch? Ein Super Trio? Die lief ja damals, glaube ich, immer auf Tele 5 und ja, Tele 5 und RTL 2, glaube ich, sogar damals. Wo RTL noch gut war. Fand ich zumindest. Was ist los hier? Hier ist ja gar kein Mensch mehr. Oh oh. Ja. Und springen. Okay, mit der Peitsche. Ja, hier ist aber echt kein Schwein, ne? Okay, Katzenfrau. Zeig, was du kannst, Baby. Wuhu! Kletter! Und springen! Und hoch! Die ist wendig, die Alte. Okay, da unten sind welche. Das ist natürlich cool. Die muss die Brille aufsetzen, damit sie diesen Katzenmodus sieht. Okay. Nur was sind das für Hajos? Haben die Knarren? Ach, das sind Flüchtlinge, sind das. Was heißt Flüchtlinge? Also diese politischen Gefangenen anscheinend dann. Okay, und... Jawohl. Also ich komme auf Catty nicht klar. Und klettern. Und klettern und... Peitsche. Ja, ist Batman auf jeden Fall einiges besser. Zwar nicht so attraktiv, aber besser. Okay. Weil er kann ja noch gleiten. Ja, kletter hoch. Okay. Oh, oh. Wenn ich diesen Bruce Wayne in die Finger kriege... Ach, leck mich, ich spiele Selina Kyle. Jemand hat mit einer Rakete draufgehalten. Irgendeine Ahnung, wer kennt das? Ich glaube, es war Vicky Vale. Du weißt schon, in der Porte. Ja, ja. Die cool. Haben wir ja auch gerettet. Die Schlampe noch nie leiden. Tja, dann hast du wohl Glück. Wenn sie in Arkham City abgestürzt ist, ist sie entweder tot oder sie wird es bald sein. Irgendwas zu essen. Tut mir leid, Mann, alles weg. Dieser Ort wird zur einzigen Hölle. Tja, das glaube ich dir. Ist auch ziemlich kalt. Das Wetter ist ja momentan auch total Banane. Also warm, kalt, nachts regnet es wie bekloppt. Furchtbar. Naja, okay, Mund hoch. Und Jumping, und Jumping. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Guck mal an. Kann die das hier eigentlich sehen, was hier war? Ich frag mich, wie Hugo Strange vom Schaf die Kontrolle über Gotham bekommt. Nee. So, dann klettern wir mal dahin. Wuhu! Cliffhanger! Ich weiß gar nicht, was steht denn da, wenn die da springt? Okay, zu spät. Ah. Meldung machen! Tiger Zentrale, wir sind in Sektor 2.
Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halten und auf weitere Befehle warten. Ende. Bestätigt. Errichtet einen Schutzbereich. Sichert den Eingang. Oh, Life Notes. Sobald ich Bruce Wayne gefunden habe, kriege ich ihn gegen ein Ticket ein, das mich hier rausbringt. Okay, dann muss ich jetzt hier hin. Anscheinend muss ich hier rein. Hoffe ich zumindest. Jetzt doch rein. Okay, perfekt. Aha. Okay. Ja, den nicht, Baby. Das war ganz bestimmt ein Witz. Ja, ich finde den Witz jetzt nicht so lustig. Und er braucht auch keine, du Ochse. So, anscheinend muss ich hier drüben jetzt rein. Aber wie mache ich das? Hier eine Zeit. Seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Woher sollen die Leute wissen, was ich... Ja, ich sitze hier in einem beschissenen Knast. Sag an, bei Facebook, ne? Ja, bin ich auch. Kannst mich ja gerne... Ah, jetzt sehe ich es. Und die Typen haben Waffen. Oh Mann. Okay, gut. Oh, ich kann nicht mit dem... Lass sie rumgehen, Alter. Ah, oh, und die Alte hat nicht so viel Panzerung. Ach, das gibt ein ganz böses. Ja, jetzt haut ein K.O. Oh, oh, die Wumme. Jawohl, jetzt gib ihm. Mann, schlecht, keine Frauen. Ja, oh, ganz rund. Ey, du Sack. Du kriegst ihn auch fett weg. Patsch, patsch. Ja, hier kriegst du es umsonst. Irgendwo anders musst du dafür noch bezahlen. Mit der Peitsche also. Krass. Okay. Und jetzt ab in die Kanalisation. Hm. Ach, verdammt, Entschuldigung. Wollte ich gar nicht wegdrücken. Na, mal gucken, was hier so unten abgeht. Na? Wasser. Hassen Katzen nicht Wasser? Okay, weiter. Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Wo? Oh mein Gott. Eingestürzter Gang. Das sind diese abgefuckten Tigerwachen. Die haben alle Waffen, die Säcke. Pff, das war mal eine Tüche, ne? Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Immer was also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Sexy. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Okay. Ohne die drei Schlüsselkarten kann ich nichts ausrichten. Ich bekomme sie nur, wenn ich nahe genug an die Wachen herangehe und sie mir nehme. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Ach, was eine Scheiße. Das ist ja wie für mich gemacht hier. So eine Hacke. Ja, und die sehen sie natürlich nicht, ist klar, ne?
Na komm. Und tschüss. Haha. Geil. Okay, der hat die und wer hat die noch? Da hinten der Dödel. Okay. Dass die nicht hören, ne? Also. Boah. Okay, jetzt noch der Ochse. Na dann zeig mal, was du kannst. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wo der Idiot herläuft. Okay, anscheinend dreht er hier. Ja, ziel ruhig, mach deine Zielübung, guck aber nicht nach oben. Das wäre nämlich nicht sehr geil. Okay, jetzt aber. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Perfekt. Wer hätte das gedacht, dass ich das geschafft hätte? Also ich bin selbst überrascht, muss ich echt sagen. Ich Noob. So, okay. Geil. Echt geil. Freut mich. Eins. Zwei. Drei. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Ja. Keine, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Zielperson verschwunden. Ah, das ist natürlich geil. Da kann man sich hier durchfitschen. Jetzt mal gucken. Ja, der muss... Mist. Wenn der Idiot weg ist, kann ich den hier ausschalten. Okay. Boah. Oh nein! Ziel gesichtet, ich wiederhole, Catwoman gesichtet! Ach, ihr Wichser, Alter. Mann, ich hab den Trottel nicht gesehen. Habe Sichtkontakt zur Zielperson. Ziel neutralisiert. Ja, wiederhole. Da konnte ich nichts machen. Ausgeschaltet. Scheiße. Es wird mir ein Vergnügen bereiten, ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kyle. Bla bla bla. Ja, wiederholen. Scheiße. Bah, hab ich den Drecksack da nicht gesehen. Lautlos ausschalten. Ich hätte gedacht, der blöde Kamel springt da runter und haut den an vor der Birne. Jemand öffnet den Tresorraum. Ja, Gott sei Dank. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören, so. Im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Halt die Fresse. Pass auf, wo du hinzielst. Ziel weiter verfolgen, Konzentration nicht verlieren. Okay, schnell weg jetzt. Komm, Kitty. Oh! Zu mir vorrücken, Ziel befindet sich in... Alter! Zielperson über meiner Position gesichtet. Ziel ist in Bewegung. Ah. Weißt du was, ey, da hast du sowieso keine Schnitte mit Knarren. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. Ich könnte jetzt ausrasten, Alter. Dass die blöde Kuh nicht direkt wieder an die Decke springt, ey. Du hättest drücken müssen. Ja. Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Ja, ey. Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Was hat überhaupt für Klamotten? Ah, toll, nur so Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman?
Glaubst du, es ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Blablabla. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, blablabla, das reich werden will. Blablabla. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Ja, komm her, du Blödmann. So, pass der auf, kommt jetzt hier um die Ecke, dann gehe ich hier runter. Ziel weiter verfolgen. Konzentriert bleiben. So, jetzt komm her, Kollege. Kollege. Ja, da. Komm her. Und jetzt schnell weg hier. Komm, Catty, Catty, lass los. Lass sie, lass sie. Oh! RT! Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter, bei Scheiße. Meiner Position. Okay. Wird auch nicht bei einem bleiben, hoffe ich. Na komm her. Wenn jetzt hier nur einer herkommt, den kann ich mir dann cashen. Oder cashen, wie auch immer. Komm her. Ich hab was für dich. Na komm doch. Put, 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 put. Ach du feige Sau. Okay. Okay, den kann ich mir nicht holen, noch nicht. Da muss ich hier aufpassen bei dem. Gut, der hier. Die geben sich alle halt Rückendeckung. Verwundeter, bei meiner Position! Okay. Den habe ich. Jetzt hole ich mir dich. Und auch mal Kaut. Okay. Hier Tiger 54. Wir haben sichtbaren Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Okay. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Zielperson verschwunden. Oh. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha hoch. Oh, Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Verstanden. Noch 3 Sekunden. 2. 1. Okay. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Oh, die Sahne steckt... Naja, ist egal. Mehr sage ich dazu nichts. Woanders. So eine scheiß Pflanze für diesen ganzen Aufwand. Ivys Orchidee. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Oh, oh. Oh, tut das sehr weh, Ivy? Ich glaube, das war ein Fehler. Kann ich das Geld nehmen? Nee. Aber die Köfferkiste. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt dir eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch Sie. Bis Kyle. Okay. Jetzt muss ich gut kontern. Entschuldigung, ich bin hier gerade was am Essen, aber es ist halt lecker. Boah, du dreckiger Bastard, Alter. Oh, nett hat ihm einen Abschiedskuss gegeben. Und ihn einen Tritt in die Säcke. Boah. Okay. Ey, die ist schnell. Die ist verdammt schnell. Aber auch gut. Na komm. Kack,
noch weiter. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Okay. Verstanden, Sir. Tja, was macht sie jetzt? Zum Stahlwerk. Ach, was soll's. Ja, nö. Okay, kann ich nicht rennen? Nee, kann ich nicht. Aha. Batman. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Also muss ich mich entscheiden und ich gehe diesen Weg. Ich werde Betsy retten. Lass die Koffer hier und rette Batman. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Seitdem dich der Nappels steuert. Muss ich denn hier alles alleine machen? Ja, musst du. Nicht sterben, Batman. Ich komme, um dich zu retten. Ja, aber mich hätte es doch mal interessiert, was passiert wäre, hätte ich ihn dafür recken lassen. Also, so pro forma. Okay, dann komme ich am besten genauso, wie ich hier durchgegangen bin. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Scheiße, Entschuldigung. Aber das ist so das gewohnte Zocken von früher. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen.